Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Darkness Within. Wie ihr in der Facecam sehen könnt, ist es inzwischen Tag geworden, also sprich hell. Logische Schlussfolgerung, aber egal. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass es jetzt so hell ist in der Facecam. Wenn ja, dann tut's mir leid für die Aufnahme und die darauf folgende. Ich habe mich kurz schlau gemacht, weil ich echt... Ich habe ja alles, was ich brauche. Und Tatsache... Huch, jetzt habe ich gerade den Sound ganz ausgemacht auf meinen Kopfhörern. Das ist natürlich nicht so toll. Ich kann mir das Ding hier angucken. Ich kann mir das tatsächlich angucken, das Ding. Nein, so. Und wenn ich hier mal drehe, haben wir hier Symbole. Toll, ne? Ja. Die Symbole... Also ich glaube, das haben wir auf allen, so viel es mir ist. Drehen. Jo, haben wir. Wie wir die Symbole richtig ansetzen müssen, erfahren wir nämlich... Ach Gott, immer die falsche Taste aus der Karte hier. Und zwar, wenn du hier ranzoomst und die Karte einfach mal umdrehst... Tada! Und ja, ist dann natürlich auch schon das Rätsel mit der Tür. Welches Symbol wohin muss. Und wir haben... Beziehungsweise ich habe herausgefunden, der Stern hier muss auf jeden Fall rechts, Dreieck muss links. Und dementsprechend werden wir die jetzt auch ansetzen. Ich muss jetzt noch ganz kurz gucken. Das war der Stern. Stern rechts. Du bist das Letzte, du kommst oben. Okay, dann machen wir das mal. So. Stern. Hier hin, bitte. Du kommst oben hin. Ja. Dieses Teil passt hier nicht. Das ist... Ich frage mich gerade, warum... Hä? Okay, Moment. Dann halt so. So, jetzt passt es. Jetzt steht nämlich der Stern auch richtig, beziehungsweise liegt er richtig. Jetzt können wir endlich drehen. So. Beziehungsweise wir konnten ja vorher schon drehen, aber jetzt können wir so drehen, dass wir da reinkommen. Oh, diese Musik. Ich muss leiser stellen. Oh. Ich glaube, die Metalltür ist nicht verschlossen. Ja, ist nicht mehr verschlossen. Da fehlt noch was. Okay. Oh, wir haben hier jetzt die tolle Dingens an. Die große... Ich sage jetzt trotzdem Taschenlampe dazu. So, Bill. Okay, aber hier vorne scheint es ja hell zu sein. Also von Hause aus schon hell. Ausgerechnet jetzt. Ja, toll. Die Batterien sind leer. Oh Gott, ich habe was laufen gehört. Hinter uns, oder? Oh Gott, ich habe Angst. Geht schon wieder gut los. So, kann man hier irgendwas mitnehmen? Nö, scheint nicht so. Ich will hier nicht durch. Ich will nicht durchs Wasser. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Ja, ich sehe keinen Weg nach drüben. Das ist schlecht, Herr Spitz. Was zum... Was ist hier los? Ich muss hier raus. Oh, er läuft gerade von alleine. Nein, jetzt muss ich drücken. Okay. Verschlossen. Dachte ich mir schon. Okay, wir werden sterben. Das war's. Hi! Es steht gleich vor uns. Der Schrei war auch toll. Oh, wir sind wieder oben. Bitte steh nicht vor uns. Bitte steh nicht vor uns. Okay, ich kann mich noch nicht bewegen. Wie komme ich hierher? Na, ich denke, das Ding hat dich hochgebracht.
Was ist gerade geschehen? Was habe ich da unten erlebt? Oder habe ich mir das alles bloß eingebildet? Verliere ich wirklich den Verstand? Ich glaube schon. Was? Ich kann nicht mehr sagen. Was geschieht mit mir? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Die Frage, die sich mir jetzt aber stellt, können wir nochmal hier runter? Du sollst nicht klopfen. Du sollst wegschieben. Ich würde jetzt gerne wissen, ob wir nochmal da durchkommen. Ja, jetzt bin ich neugierig. Ah, ich glaube, jetzt werden wir nicht da durchkommen, weil er meint, oh, es ist viel zu dunkel, ich kann nichts sehen. Glaube ich, denke ich. Oder es ist verschlossen. Anscheinend ist die Tür blockiert. Okay. Nach dem, was ich dort gesehen habe, will ich nicht noch einmal dorthin. Dort rein, Entschuldigung. Es könnte natürlich auch sein, das, was da blockiert, dass das unsere Leiche ist und wir jetzt ein Geist sind. Ich weiß, das klingt jetzt doof, aber das ist das Erste, was mir jetzt gerade dazu einfällt. Okay, dann gehen wir halt wieder hoch. Bleibt ja nichts anderes übrig. Okay. Genau, mach mal zu. Oh, schön. Mach gleich alle Schritte gleichzeitig. Läuft. Hallo? Nein. Okay, da oben war ja nichts mehr. Der ist immer noch da. Hier oben kommen wir immer noch nicht hin. Da würde ich sagen, gehen wir mal raus. Vielleicht können wir ja jetzt in den Hintergarten. Oh, die Krähe ist weg. Aber wir können trotzdem nicht da entlang. Dieser Garten ist wirklich riesig, das kennen wir schon. Können wir jetzt vielleicht hier entlang? Ich glaube, diese Tür hier zum Eingang des Hauses, ja, kennen wir schon. Ach, das sind die Umgebungsgeräusche, okay. Ja, aber die Frage ist jetzt, haben wir vielleicht was Neues im Inventar oder so? Stimmt, wir haben diese Scheiben immer noch. Warte mal. Tragen ein Symbol, wie im Heim verdunkelten Sonne aussieht. Ja. Hier, das wie eine Sonne aussieht. Das Auge aus der Hütte. Etwas, was wie ein menschlicher Körper aussieht. Und auch wieder was, was wie ein zwei menschliche Körper aussehen. Okay. Ich kann hier sonst nichts machen. Muss ich raus? Ja, muss ich vielleicht schlafen gehen? Boah, das war gerade ein sehr merkwürdiges Geräusch. Ich bin gerade total verjagt, deswegen, also nur gerade so innerlich extrem gezuckt. War das sehr unangenehm. Schlafen gehen? Haben wir jetzt wieder einen komischen Traum? Ich will nicht schlafen. Dann lass es. Hm. Symbole, können wir irgendwo in einem anderen Haus was einsetzen? Gerade mir überlegen, in Ivars Berghütte da hatten wir die Küche, wir hatten oben einen Raum, wo wir nicht mehr was machen konnten, der Keller, da habe ich aber auch nirgends irgendwas gesehen, wo wir irgendwas hätten einsetzen können. Und in Clark Fields Haus bin ich mir gar nicht mehr sicher, muss ich ehrlich sein. Da will er ja nicht mehr in den Keller. Im Büro war nichts mehr und in anderen Räumen war eigentlich auch nicht groß was. Geht's vielleicht doch hier oben nochmal weiter, dass wir die irgendwo hier im Haus noch einsetzen können? Ich wüsste aber nicht wo. Oder muss ich vielleicht nochmal auf den Dachboden rauf?
gerade ein bisschen ratlos. Ich würde gerne hier rum. Vielleicht ist hinterm Haus irgendwie was. Okay, habe ich hier wieder irgendwas übersehen? Muss ich vielleicht doch nochmal ins Dachgeschoss hoch? Kann ich die Dinger denn da einsetzen? Geht's einfach nochmal hoch? Bin gerade ein bisschen ratlos. Huch, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Boah, was sollen wir hier oben noch groß machen? Also. Ja, Teleskop ist immer noch gegen Himmel gerichtet. Ne, hier oben werden wir nicht weiterkommen. Ich wüsste nicht, wie. Wo können wir denn diese Steinplatten einsetzen? Vielleicht doch ein Clark Fields Haus? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Zumal wir ja auch, wenn wir hier nochmal gucken. Hoch, falsche Richtung. Falsches Richtung. Hier, wenn man hier nochmal guckt. Oh, dass ich immer den falschen Knopf nehme. Nutze, wie auch immer. Das war nicht die Karte, die ich wollte. Das war sie. So, hier sind wir in Ivars Hütte. So, dann haben wir hier Edwards Haus. Und da haben wir hier noch zwei Orte, die wir nicht kennen. Warum kann man denn nicht gleich zu den Orten da reisen? Ich verstehe das nicht so ganz. Wolfspray, nie davon gehört. Ja, muss aber bestimmt noch hin. Genau wie in Redtown. Den Namen habe ich noch nie gehört. Ich bin ein bisschen ratlos. Ich meine, die Steintafeln müssen ja für was gut sein. Ist ja Fakt. Damit lässt sich bestimmt irgendwas öffnen. Oder gehört das wieder zum nächtlichen Albtraum, wo ich dann irgendwas zu Hause damit veranstalte und schlussendlich aus dem Inventar verschwindet, so wie das Blatt und der Käfer. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Bin ratlos. Kann ich vielleicht Arthur anrufen? Vielleicht weiß der ja was. Es gibt keinen Grund, ihn jetzt anzurufen. Vielleicht Alan? Ich glaube, Alan ist einfach nur so, damit es nicht so traurig klingt. Beziehungsweise der ist einfach nur so eingespeichert, damit es nicht so traurig aussieht, dass er nur eine Nummer an seinem Handy hat. Wir hatten einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel haben wir das Tor geöffnet, damit wir da in diese komische Kammer kommen. Der ist auch nicht mehr hier. Wir haben immer noch dieses Blatt mit, die wir mit dem Kipp markiert haben. Und wir haben die Scheiben. Wir hatten eine komische Begegnung gerade. Ich versuche nochmal alles zusammenzufassen. Wir hatten gerade eine komische Begegnung. Gibt es einen Ort namens? Bestimmt einen alten Ortsname, nur wo liegt er? Achso, er weiß nicht mal, wo er liegt. Okay, krass. Er weiß nur nicht mehr, wie er jetzt da wieder hochgekommen ist. Aber sonst findet er das nicht fest. Seltsam. Er wollte eigentlich nur noch hier raus.
Das ist er ja jetzt auch. Ich kann aber wieder ganz raus, das heißt, er ist mit seiner Arbeit hier fertig. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier nochmal zur Hütte. Oh, regnet. Hat schon immer geregnet? War die schon immer zersplittert? Ich sollte ein bisschen mehr auf Details achten. Oh, da ist die Musik gerade total angenehm. Ist vielleicht jetzt irgendwas Neues im Keller oder so? Ich kann es mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Immer noch verschlossen. Ja, die Karte haben wir ja. Das haben wir alles gemacht hier. Die Tür ist immer noch verschlossen. Die hier auch. Ich wüsste nicht, warum wir jetzt hier in den Vorratskeller sollen. Vielleicht kann. Ich glaube aber nicht, dass wir jemals wieder mit ihm sprechen werden hier. Ja, es bringt nichts, mit ihm zu reden. Ja, mal wieder stehe ich total planlos hier. Das tut mir echt leid. Jetzt ist sie verschlossen. Du meinst, sie ist immer noch verschlossen. Ach, dieser Junge. Wie hat der die Detektivprüfung bloß verstanden oder bestanden? Rätsel über Rätsel. Beziehungsweise Fragen über Fragen, ja. Aufs Bett können wir immer noch nicht. Also nichts mit Nickerchen hier. Auf dem Dachboden vielleicht noch irgendwas? Nee. Warum laufe ich denn in die Richtung, wenn ich schon nee sage? Boah, ich habe gerade echt keine Ahnung. Ja, ich wüsste auch nicht, was ich hier in Clarks Fieldhaus finden sollte. Hier sind wir ja eigentlich auch durch. Ich muss mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht macht es dann. Darum würde ich sagen, ihr Lieben, machen wir mal. Ja, 18 Minuten. Machen wir mal eine etwas kürzere Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Tut mir leid, dass es jetzt so wenig war. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.